Zwei schwangere Krokos. Das ist aber gut. Ja, da war jemand. Sehr, sehr fleißig beim Trainieren. Da können wir jetzt noch mal zwei holen. Also die Tierpfleger, die machen hier ganze Arbeit, ne? Noch mal zwei Männchen. Genau. Drei, vier, fünf, sechs. Und wenn wir die nächstes Mal Eier legen, können wir alle Junge verkaufen. Dann nehmen wir noch ein Männchen. Okay. Und hier hinten bei den Katzen können wir noch eine Katzentoilette setzen, bevor ich es vergesse. Die würden die ja benutzen. Und nochmal so ein Ding vielleicht. So. Eine Katzentoilette. Weil die da gerne drauf gehen. Dann kann ich ja hier hinten noch eine hinpacken. Dann müssen die Tierpfleger auch weniger arbeiten. So, nicht vergessen, hier hinten noch ein bisschen Fleisch anzupacken. Die Tiere laufen nicht gerne so weit und je eher die ihre Bedürfnisse erfüllen können, desto besser fühlen die sich ja auch. Hier vielleicht noch ein. So, jetzt haben sie verschiedene Wasserstellen und müssten eigentlich ziemlich zufrieden sein mit dem, was sie hier finden. Ach so, ich habe jetzt nur einen einzigen, das ist natürlich ein bisschen doof. Ein Männchen. Wir können uns eine Menge Säbelzahntiger leisten. Und die mögen 4 bis 10. Also Männchen, Männchen, Weibchen. Oh, das war auch ein Männchen. Na gut. Ja, viele Männchen, ein Weibchen, okay. Kann man mal machen. Dann werden zuerst die Männchen trainiert, das Weibchen kriegt ja irgendwann Junge und dann haben sie ja auch schon ihre 10 Stück. Das wird schon gehen. Wir können ihnen dann noch diesen Fernseher geben zur Partnerpflege, falls doch mal irgendwer unglücklich ist. Dann können die sich ja einfach ranstellen und sagen Partnerpflege. So. Wie viel trinkt ihr eigentlich so? 1 Liter, na klar. Da reichen dann diese kleinen Dinger mit 50 Liter. Ich weiß gar nicht, warum das in Kilo angegeben wird. Der will sich auch kratzen. Das schafft ihr schon. Wir können ja hier sogar noch einen Tiertrainer hinstellen. Machen wir einfach mal. Werden so reich allein durch die Krokodile. Da braucht man gar nicht weiter drüber nachdenken, ob man es macht. Wir machen es einfach. So, wir können ja das Einzugsgebiet ein bisschen verkleinern. Ach Gott, die haben schon wieder zu viele Eier. So, jetzt können wir aber das machen, was ich gesagt hatte. Wir gehen einfach auf die Unzufriedenheit. Oh, haben wir euch vergessen? Ach Gott, tut mir echt leid. Kommt hier kein Tiertrainer rein? Kein Pfleger? Ups. Entschuldigung. Wir sind echt doof. MajesTV und ich haben euch vergessen. Wie seid ihr denn so lange ohne Wasser ausgekommen? Und dir ist so kalt, oh Gott. Oh Gott, wir Tierquäler. Tut mir leid. Warte mal. Dem ist zu kalt. Was machen wir hier bloß? Habe ich da jetzt eingesetzt? Nee. Aber hier. Och Gott, die haben schon ein Jungtier. Hatten aber nichts zu trinken die ganze Zeit. Ach nee, doch, die hatten ja zu trinken, aber es hat nicht gereicht. Ah, okay, verstehe. Wie viel trinkt ihr eigentlich? 60 Liter am Tag. Das war nicht so gut, ne?
wären jetzt fast noch an ihrer Unglückseligkeit gestorben. So, die Palmen, die sind ja oft zu weicher Erde. Mal gucken. 25 bis 50. Nee, den kann ich ja auch auf harten Boden setzen. Ach Mensch. Na dann. Dann mache ich das mal. So, sonst noch irgendwer unzufrieden? Ach, hier gibt es sogar schon zwei Babys. Zwei Männchen. Ja. Wann seid ihr denn geschlechtsreif eigentlich? Mit 2 Jahren. Der ist 0 Jahre. Wir könnten ja ganz einfach die zwei Babys verkaufen. Das Futter ist nicht ganz voll. Vielleicht reichen da auch zwei erstmal. Moment. Das sind jetzt Triceratopse. Da hole ich dann einfach noch ein paar. Ich habe ja die kleinen verkauft und für den gleichen Preis kriegen wir jetzt noch mal große. Huch. Der Unterschied ist natürlich, dass die sich gleich vermehren können. Cool. Triceratopse können wir nachkaufen. Und dann kriegen wir noch mal zwei Mädchen und einen Jungen. So. Seid glücklich, vermehrt euch und trinkt genug. Wir haben gelernt, Wassermangel ist nicht gut. Kriegt man ein bisschen mehr. Ich verteile mal hier noch ein bisschen Wasser nur zur Sicherheit. Ich vertraue denen hier nicht, dass sie es alleine hinkriegen. Das sind Früchte. Ihr braucht Früchte, ne? Ja, 30 Kilo. Oh, dann kriegt er auch noch ein paar Früchtepalmen. So. Und so. Und hier waren wir ja noch. Vielleicht kriegen wir hier noch welche hin. Und hier. Hier geht der eh höchstens ans Wasser zum Trinken. Ja, ein Früchtekorb, den können wir verkaufen. Hier sind ja noch zwei andere. Und ich glaube, die Zoopfleger, die werden sich hier auch beeilen, dass wir möglichst viel schaffen. Der Pfleger ist ja wirklich nur für dieses Gehege zuständig. Trainieren kann man euch nicht, nein. Der will sich auch kratzen. Was ist denn eigentlich euer Problem? Ihr könnt euch doch überall kratzen. Die hängen ja ein bisschen dicht an dicht, aber ist egal. Hauptsache, die sind zufrieden. Ich kann ja hier auch mal den Früchtekorb wegmachen. Ich meine, die haben ja so viele Palmen. Wenn das nicht reicht, kann ich denen eh nicht helfen. So, hier ist auch schon das erste Baby. Trinkwasser 0. Also ich habe denen ja jetzt mehrere kleine Trinkwasserstellen reingemacht. Die kriegen jetzt von mir auch noch ein paar Fruchtpalmen. Einfach weil hier so viele hinpassen. So, dann kommt der Obstkorb auch weg. Also zur Not steht ja hier noch einer, ne? Mit 30 Kilo Früchten. Hier in den Dingern ist nichts drin. Das schreit doch nach einem Tierpfleger. Moment. Da hat er einen Durchgang. Und da kann er sich drum kümmern. So, dann füll die Sachen mal nach, bitte. Und mach ein bisschen schneller hier. Ich will mal gucken, ob es funktioniert. Eigentlich müsste der jetzt hier überall nachfüllen. Denn wenn hier mehr Dinosaurier sind als die paar, dann könnte es mit der Zeit knapp werden. Mit dem Futter. Dann kommen die mit den Bäumen allein nicht mehr klar. So, 200. Naja, geht doch. Und die fressen auch irgendwie fast 200? Ja, 100. Also, wenn wir da vier Heuraufen drin haben, können wir da 16 Tiere halten.
Nee. Warte. Doppelter. Also 4 heißt 8. Plus die Bäume. 19, 11, 12, 13, 14. Naja, vielleicht 14, ohne dass die sich hier gegenseitig Futter wegnehmen. Das würde schon gehen. Was, kratzen 2 Stunden am Tag? Echt? Das ist eure Hauptbeschäftigung? Okay, also wenn ihr das braucht, um glücklich zu sein, dann könnt ihr euch noch öfter, bitteschön. Dann nehme ich das ja mal doch weg. 2 Stunden am Tag kratzen. Oh Gott. Das ist ja echt ein Hobby. Merkwürdiges Hobby. Hier haben wir jetzt noch Platz. Soll ich mal meinen Schatz fragen, was wir hier noch hinmachen? Eigentlich müssten hier jetzt noch zweimal Raubsaurier hin. Oder ich versuche mal. Ja, ich versuche mal was. Schatzi, neue Dinos! Ich versuche mal, welche zu vergesellschaften. Entweder verstehen die sich mit den Triceratopsen oder mit den anderen. Vielleicht haben wir Glück. Ich glaube, der Gorilla würde sich dann eher in die Hose machen. Der Velociraptor würde die essen. Aber die hier. Protoceratops. Die sehen aus wie ein kleiner Hund, aber vielleicht verstehen die sich mit den anderen. 4 bis 35. Herdengröße. Okay. Mal gucken. 3, 2, 1. Bin da. Ich habe jetzt hier zu den etwas friedlicheren Kleinen die Protoceratopse reingemacht. Na, die Das sind Mini-Version von aber denen. welche, die brauchen 4. Ach komm, wir machen einfach mal viele Weibchen und ein Männchen rein. Ja, da war schon Die Spaß. haben aber keine Angst vor den anderen. Was esst ihr denn so? Die brauchen Schlamm, Früchte und weicheren Boden. 25, oh die. Werden sich da nicht wohlfühlen. Warte mal, doch, die anderen nehmen auch 10 bis 55. Okay, die funktionieren. Ach nee. Warte, eins zurück. Wir können die Mitte grün machen, aber die Bäume lieber nicht. Die Bäume mögen es nicht. Denen ist es hier egal. Den Palmen, aber den anderen Bäumen nicht. So. Ah. So. So. Die hier brauchen etwas härteren Boden. Dann sind die unglücklich. Okay. Ihr braucht jetzt nur noch etwas Schlamm, wie die kleinen Schweinchen. Und ihr kriegt hier vorne euren Schlamm. Bitte schön. Dann nehmen wir den Kratzbaum weg. Ja, ach wie süß. Ach Gott, seid ihr niedlich. Ach Gott, ey. Wie kleine Schweinchen. Am liebsten würde ich hier Schweinchen noch mit reinsetzen. Okay, das hat ja gut funktioniert. Mehr Saurier für uns. So, der nächste, den ich hier auch noch mit reinpacken will, den würde ich bei den größeren probieren, weil der selber groß ist. Und zwar der Stego. Ich habe nur keine Ahnung, ob die sich verstehen. Bisher sieht's gut aus. Oh, hier liegen Eier, wie süß.
Der braucht auch Schlamm. Nur bis 55 ist okay. Warum geht's denn gerade nicht gut? Ich fühle mich bedroht. Okay. Passt du hier besser rein? Jetzt fühlen sich die Kleinen bedroht. Ach, so ein Mist. Der fühlt sich durch den bedroht und der andere auch. Sorry, dann können wir den nicht mit reinmachen, weil... ich will zwar Pflanzenfresser, aber auch nicht alle. Wenn die nicht reinpassen, passen die nicht. Dann den nächsten. Parycephalosaurus. Die sind etwas kleiner. Ich probiere ihn mal hier. Hast du Angst vor irgendwem? Ja, du kannst essen, aber bitte iss mal hier vorne. Ja, vor denen hast du keine Angst. Früchte magst du auch. Okay, sieht ja ganz gut aus. Du isst noch Insekten, okay. Den Gefallen kann ich dir tun. Wie viele Artgenossen brauchst du? Zwei. Da haben wir jetzt ein Weibchen geholt. Ah, wo ist das Männchen? Na, da bin ich ja schon wieder vorbei. Dann kriegst du noch ein Männchen. Zwölf Kilo am Tag. Die liefern. Oh Gott, ich guck mal lieber nach. Steht gar nichts da. Ich hoffe, es reicht. Vielleicht noch mal Wasser nachfüllen. Können wir euch einen Trinkteich machen? Wäre vielleicht ganz gut, ne? Ich meine, die verdursten uns nachher noch. Wir sind mal lieber vorsichtig. Dinos sind so teuer. Ich mache den mal lieber einen kleinen Teich. Und mache dann dafür das Gehege auch ein bisschen größer. So, der Baum hängt jetzt so ein bisschen auf halb acht. Hey, ich habe da auf Pause geschaltet, oder? Na, ich hoffe, es geht. Also, ich werde jetzt den Zaun hier rüber machen. So. Und so. Jetzt müssten sie sich ja mit dem anderen Gehege eigentlich das Wasser teilen. Ja. Es funktioniert sehr gut. So, das müsste auch noch gehen. Dann können wir die Wasserschale wegmachen. Dann haben die Dinos hier Wasser. Auf jeden Fall. So, nicht ganz so steil, ne? Aber eigentlich ist die Wasserstelle breit genug. Will ich noch das Bäumchen wegmachen? Sehr gut. Die verdursten uns jedenfalls nicht. Ja, ich bin zufrieden. Kann er hier in die Ecke noch mal Grünfutter hinpacken. So. Und einmal Früchte. So. Dann stehen die auch mal auf den Schienen rum. Da haben die Besucher richtig was zu schauen. Ach Gott, ist das niedlich. Er möchte gern springen. Bitteschön.
Mal gucken, ob es annimmt. Jo, das reicht ihm. Sehr schön. Hä, wieso vermisst du deine Gefährten? Du hast doch genug. Ich möchte neue Gefährten. 2 bis 8. Guck mal, wir haben jetzt die hier drin, die ganz kleinen und die großen, die verstehen sich. Schläft der? Oh, wie scheint. Wie es scheint, ja. Der hat sich hier hingeschmissen, hm. Und machen die nur als Gewinn? Ja, guck doch mal. Also noch haben wir, glaube ich, 2 Eier und zwar hier drüben. Ich hatte jetzt 2 Babys von denen verkauft, um nochmal ein Männchen und ein Weibchen zu holen. Und hier sind schon wieder die nächsten Eier. Soll ich die verkaufen wow. für 60.000 oder wollen wir die erstmal lassen? Lass die erstmal. Weil ich würde die erst verkaufen, wenn die halt... trainiert sind? Na, trainieren können wir sie nicht, aber wenn die halt aus allen Nähten platzen, ne? Weil diese großen Herden, diese großen Dinos, die bilden auch große Herden. Wir könnten das hier sogar abtrennen, hier in der Mitte, und hier links noch andere Dinos reinmachen. Was hältst du denn davon? Dass wir hier hinten noch eine andere Sauri-Art reinpacken. Weil die benutzen den Teil hier gar nicht, die sind immer nur hier vorne. Nicht mal das hier benutzen, so. Okay. Weißt du was, das mache ich jetzt mal. Aber bleib mal hier, du sollst mal mitentscheiden, was wir nehmen. Mach das doch von der Mauer aus. Ja, lass mich doch mal. So. Einverstanden. Da muss ja nur eine Tür rein. Und da muss eine Tür rein. Lieber mal gucken, was ich da tue, nicht wahr? Und wenn wir hier... Wollen wir hier einen Fleischosaurier reinmachen? Jo. Ein T-Rex, ich glaube, der reicht, wenn er alleine ist. Obwohl, der braucht viel Auslauf. Ach, wenn denn züchten. Ja, ein T-Rex könnte man alleine halten, klar. Aber wenn denn züchten. Ja, komm, wir feiern jetzt zusammen. Der erste richtig geile T-Rex. Der ist aber groß. Ich weiß jetzt nicht, ob der sagt, oh, das ist mir aber zu klein. Nee, ist zu klein. Na, hier wollen wir die süßen Dinger da halten? Guck mal, wie attraktiv die sind. Die bringen ja 300.000. Oh, für die müsste der Platz ausreichen. Ich guck mal kurz. 1 bis 12. Die kriegen aber nicht so viele Babys. Na, ich installiere gerade drüben auf dem anderen PC bei Minecraft unzählige verschiedene Mods. Probiere, ob die funktionieren. Und schau mal, welchen Sinn und Zweck die haben. In der Hoffnung, dass mal wieder so was Schönes wie der Gold City Deko Mod ist. Und Gold, auch Gold City? Gold Deko City Mod. Ach so. Oh. Na, Life in the Woods war doch schön. Ja, da gibt's auch nicht so viele Möglichkeiten. Komm, wir machen uns jetzt diese Meerschweinchen-ähnlichen Dinger dahin. Die so klein sind. Aber die kriegen auch nochmal einen Tiertrainer. Das ist mir irgendwie nischt. Ich habe immer Angst, die verhungern hier alle. Weil sich die Tiertrainer gar nicht mehr um alle kümmern können. Du meinst den Tierpfleger? Ja. Guck mal, so haben die jetzt noch... jemand zusätzlich. Ja, ja, ist besser, ne? Bei so vielen Dinos. Weil wenn die jetzt alle Babys kriegen, dann... Halleluja. Okay. Also, nochmal. 300.000, also... 1, 2. Genug. Schlamm und Grünfutter. Genug Geld haben wir ja. Jo.